Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Borderlands The Pre-Sequel und auf dem Rückweg nach, Cordia. Ja, wir haben nicht ein paar Aufgaben, beziehungsweise, die Geschichte zu den Waffen. Wir bauen eine Roboterarmee. Damit wollen wir uns befassen. Vorsicht, keine Atmosphäre. Das ist schlecht, dass es keine Atmosphäre gibt. Ah, genau. Das war der Ausbruch zur Drakensburg. Da sind wir ja hier lang gekommen. Da hat ja der Kaspar ja auch unsere Intelligenzbässe hier die Brücke zerstört. Damit sind wir hier nicht mehr weitergekommen. Da geht es aber jetzt weiter. Wir müssen mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Und zwar nach da. Schnellreise nach Concordia. Mal gucken, wie weit wir einfach damit kommen. Sieht ja ganz super aus. Da fließt immer noch das flüssige Methan runter. Das ist unsere Rückversicherung, dass wir überhaupt hier laufen können. Wollen wir mal sehen, ob wir nach Hause können, ja? Ah, die Sniper ist schon nicht verkehrt, beziehungsweise noch sind die Gegner in so einem Da spielt ja auch zwei Spielen hier. Oh, müssen wir bitte aufpassen, dass die Freunde uns nicht so dicht kommen und gerade die Großen da. Nicht klar. Du, mein Freund hier, weg mit dir. Übel ist jetzt er hier. Gucken wir mal, die Birne kriegen hier. So, haben wir das auch geklärt. Ja, da fackelt aber heute arg hier. Oder ist es mein Tatre hier? Wie man es nimmt. Und du da oben, mein Freund? Luftreserven, da müssen wir kurz hier hin auftauchen. Gepanzerter Outlaw. Ja, ich nicht. Oh, schon nicht gepanzert sind die Kacke. Wo sind denn hin, mein Freund hier? Oh. Der ist schwere Geburt, da müssen wir ja mal warm werden hier. Besteht Eindruck. So. Wir müssen ja nicht allzu weit. Wir müssen ja nur nach Hause. Genau, hier waren ein paar Verkaufsautomaten. Bevor man einkaufen gehen, soll man ja mal die Dinger aufmachen hier. Das ist Geld, ist nie verkehrt. Munition auch. Denn einfach mal so sammeln, braucht man nicht kaufen. So. Was man denn hier für ein Schild? Bisschen langsamer. Der Ladeverzögerung ist sowieso außerhalb unserer Finanzmöglichkeiten. Ja, hier ist das schon mit dem Geld schon wieder eine ganz andere Ecke. So, haben wir hier eine Laser. Die werden wir mal ausprobieren hier. Die werden wir mal ausprobieren mal hier. Da kriegt die mit das Sternchen. Die nehmen wir mal weg mit dem Sternchen. Pistolen. Ja, hier mal einen mit Schock, einen mit gar nichts. Lassen wir mal drinnen, Shotguns, Submachine Guns. Aber guck, vielleicht können wir ein bisschen was von dem Zeug dann einfach mal verhökern und zwar an die Dingsarmee. So, wir wollen mit dem hier vorne mal rausnehmen und hier wieder mal gucken, ob wir hier rüber gehen, wenn wir die suchen hier. Ah, das ist sie. Und gehen wir hier rein. Die mit Feuer. Jetzt gehen wir hier rein, Munition kaufen. Ja, die meisten meiner Waren wurden von Abenteurern aus den Händen gerissen. Ah, Rockets nehmen wir einfach mal so mit. Okay. Fies von hinten ist Kacke. Oder hat er mal eins in die Fresse gekriegt?
Du bist der nächste, der in die Fresse kriegt. Okay. So. Natürlich, klar, wir wollen ja angreifen, dann kommt. So, da sieht er schon mal besser aus. Schicke Laserwaffe. Ein roter Punkt ist da. Ja, das hat ein bisschen was von Quake hier. So, klären wir das halt auch die Art und Weise. Oh. Ah! Und wo ist da noch einer? Irgendwo sollte. Super, der steht irgendwo da hinten. Okay. Fahr wohl nicht wie geplant hier. Da hat uns ja die Säure, der Kursion sind gerade ein bisschen selber niedergerannt. Nicht so super als Plan, aber naja. Können wir die ändern, ist jetzt so. Okay, wir sind wieder da. Und haben jetzt den großen Vorteil. So. Echt super, so eine Laserwaffe. Mal gucken, wie wir wieder zurückkommen. Wo haben wir Sprungpads? Auf alle Fälle haben wir jetzt mal eins und aktivieren ja. So, Sprungpads. Jetzt sind wir da rüber. Jetzt können wir schon Bondat. Oho. Oh, Jungs. Da macht er schon Spaß, diese Schockattacke. Da haben wir den Freund nach. Wir gucken nochmal irgendwo nach da kommen. Und zwar zurück zu den Schnellreisesystemen. Oh, Joch. Ganz nett hier aus. Abgesehen davon, dass wir die Viecher wieder am Hals haben. So. Alles klar, der nächste Hund hier. Ein paar weniger von euch. Interessant, dass nach allen Seiten fliegen die Teile irgendwo auseinander. Ich dachte schon, wir treffen die gar nicht hier. So, einsam, wenn es geht. Hohen nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Das ist immer auch schön, wie das Inventar da durchfließt und flutscht. Wo mein Freund da hinten? Am Mond stellen wir gerne mit. Ah ja, aber auch eins von den lustigen Plakaten. Fehlt nur noch eins. Ah, immer nicht hochgekommen. Ist auch nicht so wichtig. Weil wir sind ja auf Mission unterwegs. Und zwar Roboterarmee zu bauen. Wir müssen zum Bahnhof gehen. Und zur Titan-Roboterfabrik fahren. Ah ja. Da haben wir. Ah, hier ist bestimmt die Bahn. Wo geht denn das Ding nicht hin hier? Ah ja, es geht zurück zum Canyon. Und wir brauchen ein Schnellreisesystem. Und müssen nach dort. Und dann reisen wir auch dort mal schnell hin.
Von hier müssen wir dann nach dem Bahnhof. Da findet man natürlich wieder ein schickes Gefährt mit. Und zwar natürlich den Stinger. Einer mit und los geht's. Oh, ein vom Himmel geholt. Ja, seht ihr? Riesenlaser versucht, Mond in Scheibchen zu schneiden. Nur mal so als Gedanke. Was haben wir denn da? Da ist eine. Oder hinten ist noch eine. Die müssen wir uns auch mal kümmern, wa? Okay. Machen wir aber ihn ja, erledigen wir ihn erstmal hier. 100 Erfahrungspunkte. Ja, das ist unser Problem. Wir wollen ja eigentlich nach da. Ist schon lange nicht mehr voll in Betrieb, okay. Aber ich krieg sie schon wieder flott. Hier muss irgendwo eine Konsole sein. Bring mich hin. Ich erledige den Rest. Oh, steigen wir mal aus. Konsole. Konsole diese Richtung. Beziehungsweise Konsole eher da drüben. Okay, verbinde mich. Ja, ich rufe alles schon passiert. Zug. Kann aber ein paar Minuten. Achtung, Zug fährt ein! Sehen wir uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Ja. Wir brauchen einen Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen und so. Kapische? Ja, kapische, viele Roboter. Lustig. So, ist der Zug jetzt schon da? Okay. Dann landet er. Das Grotze kannst du mal lassen, mein Freund. Ja, wenn er Geld ist, halt doch nicht, dass er den Schnodder überall verteilen muss. Oh, ich würde sagen, das ist ein Zug. Aua. So, wir können alles einsteigen. Kann ich noch nicht. War noch. Nerviges Grünzeug da. Die Frage, wo steigen wir denn eigentlich ein? Ah. Wo können wir hier eigentlich einsteigen? Ah, eher da hinten. Oh. Ja, laden nach. Ist ja nicht so, dass er. Da brutzelt ein bisschen was oder hin. Auch keine Munition, ja. Wo denn die Viecher raus? Hast du die gefressen oder was hier? Oh, ist auch erledigt. Einstellen den Zug. Wir suchen immer noch den Eingang, aber das zeigt. Das zeigt. Aua. Wo war da? Genau hier ist der Eingang. Auf zur Titan Industry Facility. Da wären wir lustige Roboter dabei. Hier erschaffen wir also die super coole Roboterarmee. Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. Sei doch nicht so negativ. Offenbar wurde der Laden hier zu einer Geisterstadt, seit Dahl sich nach dem großen Bersten aus dem Staub gemacht hat. Wir müssen zur Abteilung für Powersuits und alles wieder hochfahren.
Genau, zur Abteilung von Powersuits. Aber da werden wir heute nicht mehr hingehen, weil unsere Zeit nicht rum, denn das war's mit unserem lustigen Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Jetzt haben wir noch eins zu tun und das nennt sich Endcard. Das hier am Ende ist die Endcard. Auf der Endcard habe ich eine Wiederempfehlung für euch. Und zwar eine Junk-Ausgabe. Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Das gute alte bekannte Taktik- und Strategiespiel. Sonst haben wir noch den YouTube-Button. Den solltet ihr drücken, wenn euch das Ganze gefällt. Und abonniert gleich den ganzen Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Guckt mal bei Facebook und Twitter vorbei. Da gibt es auch eine ganze Menge Infos. Links und URL wie immer unten in der Videobeschreibung. Genau da, wo auch der Kommentarbereich ist. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ist auch okay. Damit kann ich umgehen. Denn ich bin Matt Fugaro. Und sag Servus und Ade. Okay.